Die Energy Kinotipps. Herzlich willkommen zu den letzten regulären Kinotipps in diesem Jahr, in der Weihnachtswoche. Ich wünsche euch frohe Festtage. Freut euch schon mal auf nächste Woche. Da gibt es ein kleines Silvester-Special, aber ich verrate noch nicht zu viel. Lasst euch überraschen. Jetzt gibt's erstmal Film Nummer 1 in der Schnellkritik. Exodus, Götter und Könige mit Alleskönner Christian Bale. Du sagst, du hättest all das nicht verursacht. Du sagst, es sei nicht deine Schuld. Dann werden wir sehen, wer von uns besser tötet. Du oder ich. Batman spielt Moses. Der will die Israeliten retten und legt sich dafür sogar mit seinem besten Freund, König Ramses, an. Die Namen kennt ihr bestimmt. Das sind diffuse Erinnerungen aus dem Religionsunterricht der 4. Klasse. Monumental aufgepimpt. Reicht für 3,5 von 5 Popcorn-Tüten. In Film Nummer 2 treffen Til Schweiger und Didi Hallervorden aufeinander. Bei den Dreharbeiten soll es angeblich Stress und auch ein bisschen Zickenkrieg gegeben haben zwischen den beiden Diven. Aber auf der Leinwand stimmt die Chemie. Honig im Kopf. Also? Was also? Wie geht's Ihnen heute? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man alles vergisst? So wie Honig im Kopf so. Wow, Überraschung. Ausnahmsweise mal keine Romantic Comedy von Til Schweiger. Und Respekt an Didi Hallervorden, der jetzt aus seinem Palim-Palim spätestens rausgewachsen ist. Einen halben Punkt Abzug aber für Emma Schweiger, die jetzt zum 60. Mal die Tochter ihres Papas spielt. 4,5 von 5 Popcorn-Tüten. Und jetzt zum Film der Woche. Und da weht meiner Meinung nach ein Hauch von Oscar durch die Luft. Merkt euch das schon mal. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Hallo. Hallo. Physik. Kunst. Ich bin Kosmologe. Was ist das? Er wird nie mehr sprechen können. Doch, er wird. My name is Stephen Hawking. Wer war eigentlich Stephen Hawking, bevor ein Computer für ihn gesprochen hat? Eddie Redmayne spielt den Astrophysiker so unfassbar gut, dass ihn manche Kollegen und Nachbarn schon Eddie Oscar nennen. Völlig zu Recht. Grandioses Kino. 5 von 5 Popcorn-Tüten. In der nächsten Woche sehe ich so aus. Hör auf. Bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten, schöne Festtage. Trinkt nicht so viel. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only.